Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. Live von der Berlinale. Berlin, Potsdamer Platz. Oder im Moment könnte man auch sagen, Berlinale Platz. Hier schlägt das Herz des Filmfestivals mit Stars und rotem Teppich. Und damit wir für Sie immer ganz nah dran sind an den Filmen, ihren Machern und Geschichten, hat Deutschlandradio Kultur ein eigenes Berlinale Studio eingerichtet. 10 Tage lang tauschen unsere Moderatoren und Redakteure ihre Büros gegen Hotelzimmer. Betten raus, Schreibtische rein. Provisorisch, ungewohnt und ein bisschen verrückt. Aber immer am Puls der Berlinale. Es ist schon eine Herausforderung, hier die Berichterstattung zu machen über das Festival. Die Arbeitssituation ist doch ziemlich improvisiert, aber ich glaube, wir haben uns inzwischen ganz gut hier eingefunden. Und ja, es ist einfach spannend. Also wir sind relativ nah dran. An die Arbeitstage hier im Hotelzimmerstudio geht jeder Redakteur mit seinen ganz eigenen Erwartungen. Die Berlinale als Publikumsfestival hat ein spezielles Flair und ich hoffe, dass auch die 66. Ausgabe des Berliner Filmfestivals dieses spezielle Flair in diesem Jahr entwickelt und das Publikum und uns Journalisten und die Professionellen, die beruflichen Filmemacher in die Nischen führt und mit Filmen überrascht, die eben nicht nur aus der großen Maschinerie Hollywood kommen, sondern die in die entlegenen Winkel von Lateinamerika, von Asien, von Afrika führen, von Arabien und uns mit Themen konfrontieren, die uns auch im Alltag begegnen, aber uns in eine Situation bringen, wo wir zum Nachdenken kommen und uns eben überraschen. Ich erwarte mir sehr viel von der Sektion im Forum über die japanische Punkzeit und hoffe auf sehr viele andere obskure Filme auf diesen Filmfestspielen. Meine Erwartungen an die Filmfestspiele hier in Berlin sind die, dass ich gerne Filme sehen möchte, die mich entführen in andere Länder, in andere Gesellschaften, zu anderen Menschen. Ich möchte etwas erleben und etwas kennenlernen, was ich einfach noch nicht kenne. Und ob die 66. Berlinale diese Vorstellungen unserer Kritiker auch erfüllen kann, das hören Sie jeden Tag bei uns im Programm. Oder für noch einen Sinn mehr, die Berlinale auch zum Lesen und Sehen auf deutschlandradiokultur.de.